Okay, wenn man was aus dem Tisch rausnimmt, scheint auch eine Tür aufzugehen. Islaine, euer Haar ist offen, meine Liebe. Eklig. Tür zu. Okay, immerhin darf wieder laufen. Schluck, weg da von dem Pedo-Zwerg. Die Fackeln gehen aus und die Dunkelheit bricht herein. Es ist Zeit zu schlafen, mein Herzchen. Irgendwie habe ich echt den Verdacht, dass Islaine seine Tochter ist. Und das ist gerade ziemlich eklig. So, dahin. Und du schmeißt jetzt bestimmt auch wieder so ein Schlafgas da rein. Hm? Das kennen wir doch schon von deinem... Oh, er schmeißt einen Feuerball auf sich selbst. Ja, soll mir nur recht sein. So, die Tür ist auch wieder zugegangen. Und da ist keine Tür. Na gut. Alle wieder da sammeln und diesmal nach unten gucken. Du hast keinen Feuerball mehr. Aber na gut, so stark scheinen die ja einzeln nicht zu sein. Noch ein Buch. Und wenigstens ist jetzt kein Gas hier in dem Raum wie dem anderen. Das heißt, wir können gleich reinstürmen. So, alle rauf da. Wo ist der Rest? Da rein. Oh, ich bin wirklich nicht. Kommen alle ran? Nee, Kalib nicht. So. Düner hier wieder ein magisches Geschoss drauf. Der Rest schießt einfach nur. So. Ja, aber doch, der kann Schaden machen, wenn er dann trifft. Festhalten. Schön. So. Die Tür ist immer noch zu. Kann man die eigentlich jetzt wieder aufmachen? Nee, kommt keine Nachricht oder so. Komisch. Na gut, also da haben wir was rausgeholt und die Tür ging auf und der Doppelgänger kam. Ach, warum bist du da außen rumgelaufen? Dann schauen wir mal, ob wenn wir jetzt hier was rausholen, aus den drei Sachen noch was aufgeht. Hast du Platz? Ja, du hast Platz. Aber die Sachen können trotzdem zu Khaled und Girogon. Geh zu Girogon nicht mehr, der ist fast überladen und Khaled auch schon. Ich will Ogre-Handschuhe. 4 Stück oder so. Verschlossen, na gut. Oh, fehlgeschlagen. Das hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. Na gut, dafür hat sie die Tränke hier. Schlösser öffnen plus 40%. Das müsste eigentlich reichen. Jupp. Eine Rube. Sprüche sind immer gut. Und, die Sachen verkauft man meistens eigentlich nur. 8 Steine. Ja. Wer das Steinchen nicht ehrt, ist des Brockens nicht wert. Die Sachen können verkauft werden. Das kannst du Düner hier und sie kann mal gucken, ob sie davon was lernen kann. So, Fluchbrechen. Klappte nicht. Oh, da fällt mir ein. Haben wir eben noch diesen Intelligenztrank? Trank der Schöpferkraft. Ja, den trinkst du mal. Den kannst du lernen. Schön geschafft. Den kannst du auch lernen. Auch geschafft. Ja, die 4 Punkte machen sich auf jeden Fall bemerkbar. Das haben wir hier, das kannst du nicht, kann also verkauft werden. Kannst du nicht, kann verkauft werden. Und 5-mal Eile, die sollten wir langsam mal benutzen. Kann immerhin sowas benutzen, nee. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass bei AD&D die Diebe ab einem gewissen Intelligenzwert, den sie auf jeden Fall haben müsste, auch Spruchrollen benutzen können. Das ist komisch. Na gut, nehmen wir mal die Monster raus und dafür das rein. Und die Robe ist... Robe des Abenteurers kann also auch verkauft werden. Könnt ihr euch noch bewegen? Ja. Die Sachen werden verkauft. Gut, soweit. Und es ist nichts passiert. Also kein neuer Zwerg, kein Doppelgänger, gar nichts. Schauen wir mal dahin. Na, okay. Vielleicht kommen die erst, wenn man die Steine rausnimmt. Hier wäre dieser Islaine-Stein. Hier haben wir Fuernebol. Ja, das ist sein Sohn.
Tochter, Sohn, anderer Sohn? Fragezeichen. Gucken wir mal. Eine Tür ist aufgegangen. Die da ist zu. Die da ist auf. Hm. Aber kein neuer Doppelgänger. Du bist in Kiel, hm? Ja, Kiel-Schlüsselstein. Ist was nichts passiert. Ha. Na gut. Das war's dann hier drin, ne? Also Schlüsselstein, Schlüsselstein, Schlüsselstein. Und nur ein paar, eine Robe und ein paar Sprüche. Dann gehen wir nochmal zurück in den Hauptraum. Da geht's nicht durch, immerhin. Ah. Die Tür ist immer noch zu. Das ist der einzige Weg, wo wir weiter können. Genau. AI wieder aus wegen den Trainingspuppen. Und wir gucken mal, ob wir mit einer von denen die Tür da aufbekommen. Also die hatten wir vorhin angeschossen. Du hast was aufgemacht. Die Tür war das, ne? Kommt das hin? Na, irgendwie ist jetzt alles offen. Außer die eine Tür, die wir haben wollen. Ach, hier ist auch noch eine Tür gewesen. Aber die ist zu? Ja, anscheinend. Na gut, was machst du? Aha, die Tür ist offen. Okay, immerhin. Walte deines Amtes. Aber erstmal speichern wir ab. Es sind Monster in der Nähe. Du meinst jetzt hoffentlich nicht die Trainingspuppen, oder? Geh mal da runter. Das hätten sie auch ruhig irgendwie anders lösen können. Aber dann kann man wahrscheinlich nicht mehr draufschießen. Och nö, wenn man draufschießen kann, heißt das ja, man muss gar nicht in dem Raum stehen. Das heißt, es kann gut sein, dass wir die Gruppe aufteilen müssen. Einer muss dann hier stehen und schießen, während dann da einer einen Schalter drückt und hast du nicht gesehen. Das wäre nervig. Aber gut, speichern jetzt. Jo, schön. LP74. So, dann schauen wir doch mal. Alle erstmal dahin. Und wie immer im Moment vor, Fallen suchenderweise. Warum bist du jetzt darum gelaufen? Egal, da waren ja keine Fallen mehr. Trotzdem ärgert mich das, dass sie immer einen eigenen Weg suchen. So. Schritt für Schritt da rein. Knochen sind schon mal nicht gut. Da ist eine Tür. Sind das hier Feuerschalen oder? Sind bestimmt hier Fallen inzwischen immer. Hm? Aber bisher war noch nichts. Okay, zwei Geheimtüren. Und wenn die so rot umrandet sind, dann sind es die gleichen wie hier hinten auch. Also brauchen wir irgendeinen Schalter, um die aufzumachen. Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. Doch, du musst daran teilhaben, Emoen. Du bist nämlich unser Köder. Und Fallensucher. So, aber hier scheinen echt keine Fallen zu sein. Was mich ein bisschen skeptisch werden lässt. Nur aber ein Helm. Ah. Ich wette, wenn wir den hochheben, dann gehen die Türen hier auf und Monster kommen raus und machen alles tot. Oder der Thron explodiert. Na gut. Hier steht alle da, das ist okay. Dann trinkt Immun jetzt einen Schnelligkeitstrank, nimmt den Helm und läuft so schnell es geht zurück zur Gruppe. Damit wir dann zusammen gegen was auch immer kämpfen können. So. Den Helm habe ich schon mal irgendwo gesehen. Komm, weg, 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 weg. Oh, oh. Kiel, mein Erstgeborener. Warum seid ihr ständig so ernst? Weil wir nicht Kiel sind. Und du bist nicht Durlak. Also, kommt von diesem Thron herunter und vergnügt euch ein wenig mit eurer Familie. Nein, wir wollen hier raus. Raus, 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 raus. Jetzt können wir zusammen da hingehen. Oder auch nicht. Ihr und ich, wir haben uns hier eine Festung gebaut, mein Sohn. Der Schatz ist sicher und der Clan wird stärker. Ja, was für ein Schatz das ist, das könnte noch interessant werden. Warum also immer noch so wachsam? Narr. Ja, sehr charmant zu sein. Hey. Ihr werdet vom Grauen gepackt, als sich der ganze Raum mit Geräuschen sich verschiebender Steine erfüllt.
Irgendwo ganz in der Nähe hat sie die Tür fest verschlossen. Ja, ganz genau vor uns nämlich. Ja, Doppelgänger. Zwergenfleisch. Wenn ihr kämpfen möchtet, dann lasst uns kämpfen, damit wir das erledigt haben. Und, Todeswolke? Stinkende Wolke. Im Raum. Ja, und die grillen sich gerade selber. Na gut. Warten wir einfach kurz. Ah, wie hatten wir die Tür aufgekriegt? Ah, das war einer von den Trainingspuppen, ne? Gut, da können wir immer schon mal dahin stellen. Dann warten wir, bis die Wolken weg sind und stürmen dann rein und wischen den Rest auf sozusagen. Wenn dann noch ein Rest bleibt. Ich meine, die kriegen ja immer 8, 4 bis 10 Schadenspunkte. Ah, 9, 10. Wenn wir Glück haben, sind die beiden hier schon mal tot. Weil hier waren ja ein Zwerg da und die Durlag-Imitation war hier am Rumspringen. Na, wie lange hält das? Oh, wir können nochmal einmal Furchtbann und die Wolke ist weg. So, ene mene mu. Warte mal, der war das, glaube ich. Ja. So, hast du noch Defensivzauber? Ja, was ist denn das? Und benutzt mal eine von den Rollen für Eile. Oh, das ist nur für eine Person. Ah, ne. Hätte mich auch gewundert. So. Und alle rein da. Und alle rauf da. Und zack, 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 zack. Immo, nein. Was da rein? Du auch. Der wird dann wohl gleich sterben, der ist auch schon in Panik. Das heißt, der kriegt magische Geschosse, um die ganzen Illusionen zu bannen. Was war das? Magische Geschosse auf den. Und du schießt mal ganz normal auf den. Und ihr zack, zack, den. Was war das denn? Achso, ja, okay. Die waren ja auch alle drei geschwächt von den Todeswolken und was hier noch so drin war. So, da ist einer. Genau, da. Ja, da brauchen wir nicht mehr magische Geschosse. Die Illusionen gehen so schnell weg, weil unsere Leute so schnell angreifen können. Wir sind die wandelnde Kettensäge. So. Ja, das hätte definitiv schlechter laufen können. Ich meine, die letzten Kämpfe war ja immer nur einer von denen. Und das waren jetzt drei und es ist gut gelaufen. Aber das mit den Wolken ist auch natürlich ein Faktor, der sehr zu unseren Gunsten gespielt hat. So, was haben wir hier noch? Ein bisschen Gold. Na gut, was für ein Helm war das jetzt? Also ich kenne die Grafik davon aus dem zweiten Teil. Sie kann nicht. Hat auch so fast keine Zauber mehr, kann das sein? Ja. Schaut so mit Heilzaubern aus. Ja, da geht noch was. Dann heilen wir ihn. Und er heilt Emon. Und da heilt sie selbst nochmal und dann schlafen wir noch mehr. So. Ausruhen. Keine Gegner, aber Türen haben sich geöffnet und geschlossen. Ha. Huh. Das ist nicht gut. Oh, die Türen wurden zurückgesetzt, bis auf die da. Moin, kannst du die aufmachen? Och nö, ne? Ist das ein Bug? Hm. Okay, die Tür können wir aufmachen mit der Statue. Das sollte Gerogon machen, der ist ein bisschen schneller, ne? So, da rein. Drück die Statue. Die Tür ist offen. Gut, jetzt sind da drin die Trainingspuppen. So, die Tür war die Statue. Ja. Okay. Jetzt ist die wieder zu. Die auch. Jetzt ist die offen. Na gut, also kann immer nur einer von den beiden zurzeit auf sein.
So, du nimmst mir jetzt ein bisschen billigere Pfeile. Eine offene Wunde und schießt auf die Puppe. Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. Passiert nichts. Die Puppe. Immer noch zu. Immer noch zu. Die das auch zu. Schön. Achso, die Tür ist jetzt offen. Na gut, wir wollen aber eigentlich nicht in den Räumen, in denen wir schon mal waren. Wir wollen in neue Räume. Ah. Ja, jetzt haben wir alles gemacht. Wir haben die Statuen geklickt. Wir haben die verschiedenen Trainingspuppen angeschossen. Und das Einzige, was noch was geöffnet hat, waren die... Der Tisch hier und die Nachtschränkchen, aber nur weil wir die Steine rausgeholt haben. Ah. So, versuchen wir nochmal hier oben. Oder vielleicht, weil einer die richtigen Schlüsselsteine hat. Die haben ja Kalle und Girugon. Aber dass hier keine Nachricht kommt, irritiert mich auch irgendwie. Na gut, dann pausiere ich mal kurz das Spiel und melde mich wieder, wenn ich irgendwas rausgefunden habe im Internet, ob das so geplant ist oder ob ich was falsch gemacht habe.